Lieber Bernhard, ich begrüße dich heute am 21. Dezember 2023, Wintersonnenwende. Gut, die ist erst morgen früh, irgendwann um 8 Uhr irgendwas. Aber wahrscheinlich heute zum letzten Mal in diesem Jahr. So, erstmals auch dir, lieber Marc, ganz herzliche Grüße nach Nürnberg ins Frankenland. Das ist jetzt aber bitte meine ganz persönliche Meinung. Ich bin ja ein Freund des Sonnenaufgangs und nicht des Sonnenuntergangs im Sinne von Jahreswechsel. Und für mich ist heute ein sehr in mir motivierender Tag, dass dann ab morgen früh es wieder, wie würde der Franke sagen, aufwärts geht. Oh ja. Okay. Ja, es ist so. Wir haben ja jetzt ein paar spannende Daten vor uns, die, also je nachdem, wie man es sieht, die Rauhnächte fangen entweder heute oder am 24. an, oder dann haben wir, wie gesagt, den Niedergang der Sonne. Dann 3 Tage ungefähr ist es ja nahezu gleich auf dem Horizont. Dann am 24. wird die Sonne ja wiedergeboren. Sol und so weiter und so fort. Also je nachdem, wo man reingeht, ganz spannende Zeit. Und auf der anderen Seite aber, was faktisch tatsächlich so ist, es wird jetzt gerade dunkel. 16:20 Uhr ist hier bei uns in den Breiten Sonnenuntergang, da wo du bist, gerade noch nicht. Das dauert noch Ja, ein wenig. geht's noch? Und von dem her, so schaut es im Moment aus. Wie ist Aber. denn das Wetter? Schneit's in Nürnberg? Nein, wir haben heute 7 Grad plus gehabt, also schneien tut es nicht. Ich war heute Mittag mal draußen, Nachmittag oder früher Nachmittag, da hat es eher gepfiffen. Ja. Also es herrscht schon eine steife Brise, wie man jetzt im Norden sagen würde. Ja. Also bis jetzt sind die Dachziegel noch drauf, aber zumindest haben sie angekündigt, dass also das etwas windiger werden könnte. Ja, das ein bisschen mehr boostet, das Ganze, gell? Aber kein Schnee. Ja, gut. Wir haben ja jetzt 21. Dezember. Wenn wir da mal hineindenken wollen, gemeinsam, hineindenken im Sinne, wir haben ja den November durchwandert, mit den immer mehr abnehmenden Tagesgeschehen oder Hellsein. Und jetzt sind wir dann am 21. Dezember, Wintersolstitium, also es ist ja morgen, soweit ich weiß, um 4:37 Uhr, haben wir dann diesen Punkt erreicht. Und dann naht ja auch Weihnachten, Heiligabend. Und damit haben wir ja auch ein biblisches Geschehen vor uns, wenn man die Bibel mal nicht so wörtlich nimmt, was uns die Religionen erzählt haben und weiterhin erzählen möchten, sondern mal ganz woanders unseren Blick hinlegen, uns befreien von den Bebilderungen, von den Riesenbebilderungen, die uns die Kirchen oder Religionsunterricht oder sonstige Vereine uns über dieses Geschehen erzählen. Einer, der sich mit den Tiefen dieser Geschichten beschäftigt, kann immer nur dort stehen, kopfschütteln, daneben stehen und sagen, es kann nicht wahr sein, was die hier machen. Ja. Also wirklich. Nur die Menschen haben es so aufgenommen. Und wenn wir in die Entkleidung gehen würden, also mal sagen, will uns das Ganze erzählen? Erstmal, Weihnachten wurde schon an 143 verschiedenen Tagen im Laufe der Geschichte gefeiert. Und irgendwann haben sie sich dann durchgerungen, dass die Heiden ja fest feiern können. Und so haben wir jetzt den 21.12., was natürlich symbolisch auch seinen Reiz mit sich bringt. Nämlich vielleicht nochmal zu Jesus. Es ist ja die Geburt Jesus. Symbolisch, immer symbolisch, gell? Ja, nicht hineinstolpern, jetzt irgendwas historisch zu nehmen. Damals, vor 2023 Jahren, ist Jesus geboren. Das müssen wir mal erstmal sacken lassen, im Sinne von, dass wir hier keine historische Geschichte draus machen und sagen damals,
sondern dass wir hineindenken, was will uns diese Geschichte in der Symbolik erzählen, weil jede Geschichte in der Bibel ist nur, Gänsefüßchen, aus Sicht der Historie nur ein symbolisches Geschehen, das es zu entgleiten gibt. Wir haben ja das Alte Testament, was in der Überlieferung der alte Bund meint. Und Bund meint 1-4 Verbindung, gell? Das ist der Bund. Dazu gibt es ja noch die Bundeslade, wo symbolisch gesehen die ganzen Eigenschaften für den Menschen liegen, damit er den Weg der 1-4 Verbindung gehen kann. Also bitte lass uns, wenn wir heute mal da durchgehen, immer, und ich werde es auch ein paar Mal erwähnen, immer im Hintergrund mit schweben lassen, dass es um diese 1-4-Verbindung geht, weil die Bibel, ob Altes Testament, Neuer Bund, die neue Möglichkeit der Verbindung, der 1-4-Verbindung, wenn wir da hineindenken, bitte immer das Schöpfungsprinzip 1-4, dass wir das mitschweben lassen, sonst tun wir Weihnachten Unrecht. Wenn wir dann Polar dazu mal Ostern nehmen, Ostern ist ja der Sterbeprozess. Ostern bedeutet, dass Jesus Christus, Jesus 30 Jahre Christus, Jesus Christus 3 Jahre, und bitte hier jede Moral rauslassen, sonst wird es gefährlich. Er wird ans Kreuz genagelt. Kreuz ist die 4. Und Jesus ist symbolisch die Eins, und nämlich unsere Seele. Und nicht personifiziert. Es gibt, ich weiß, wie schmerzhaft das für viele immer klingen mag, die jahrelang, vielleicht ihr ganzes Leben, dem Kirchen Treu und Glauben gegeben haben, im Sinne, Jesus hat gelebt. Wenn wir die Überlieferung, Neues Bund, Neues Testament, entschlüsseln, werden wir feststellen, wir haben es mit dem Begriff Seele zu tun. So, und Seele ist symbolisch die Eins, das Verborgene im Menschen. Vier ist unser materieller Körper, unsere Materie, unsere stoffliche Welt außen. Und dort findet die Verbindung statt, am Kreuz. Da hat er dann noch zur Linken und zur Rechten einen. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Und fragen uns, was will uns diese Geburt erzählen? Und diese Geburt bedeutet, dass der Mensch bis gestern nur in der 4 war, nur in der bösen 4 war. Und jetzt beginnt mit dieser Geburt der Weg zur 1-4-Verbindung. Das möchte uns die Geburt, wenn wir sie entschlüsseln. Ich weiß, wie das in manchen Ohren klingen mag, das erste Mal mit diesen Gedanken in Kontakt kommen. Ja? Im alten Wissen wird auch gesagt, Ostern müssten wir feiern, denn Ostern ist die 1-4-Verbindung. Wenn wir ein bisschen Historie betreiben, damals vor ja, fast 2000 Jahren, können wir jetzt sagen, wurden die Menschen nicht gekreuzigt, die wurden gesteinigt. Das kann jeder nachlesen, ja. Nur mal, wenn wir solche Bilder aufbauen wollen und so weiter. So, und wenn wir erst noch mal ein Komma machen, du hast vorhin die rauhe Nächte angesprochen. Wie viele rauhe Nächte habt ihr? 12 oder 13? Wie gesagt, es ist unterschiedlich. Normalerweise haben wir 12 Jahre. Genau. Sieh, und das sollte schon wieder zu bedenken geben, die Zahl 12. Weil das mit dieser Welt zusammenhängt. Ich weiß, wie das wieder in den Ohren klingt, die die rauhe Nächte feiern und dort ein Riesengeschehen draus machen. Es sind in der Überlieferung 13 Einweihungsnächte. Nämlich diese 13 Nächte bis zum 6. Januar, Weihenächte. Es ist ein Einweihungsgeschehen auf 13 Tage, Nächte aufgebaut. Und es geht hier nicht um Zettel verbrennen, Zettel schreiben, Zettel verbrennen und diese Dinge. Das ist alles, Entschuldigung, wenn ich so formuliere, und ich weiß, ich werde jetzt vielen Menschen
damit sehr nahe kommen. Es ist böse 4. Es ist ein Einweihungsgeschehen, nichts anderes. Und es ist aufgeteilt auf 13 Schritte, Einweihungsschritte, die, ich kann fast sagen, minutiös beschrieben sind. Und es ist ein Einweihungsgeschehen, dass der Mensch diesen Weg durch den Tempel geht zur 1-4-Verbindung. Wenn wir es mal dorthin legen, ich kann mir jetzt nur noch mal wiederholen, Marc, und dann gerne du. Ich weiß, wie das alles in den Ohren der Menschen klingt, die bis gestern Jesus angebetet haben, Jesus ihr Heiligtum war, als personifizierte Sache zum einen, auf der anderen Seite, wie viel ab heute außen sich versammeln, um die rauen Nächte zu begehen, diese 12. 12 ist diese Welt und hat nichts mit einer Verbindung nach drüben zu tun. Mag es noch so rosig eingefärbt sein. So, also wenn wir da heute durchwandern, dann kann ich leider nicht anders, als das zu sagen, was im alten Wissen steht und nicht, was da außen zur Stunde spazieren geht, weil das ist es nicht. Naja, wir sind ja in einer Zeit, in der viele solche Dinge überhaupt erst gewahr oder uns gewahr werden. Und damit meine ich jetzt nicht nur die letzten 2 oder 3 Jahre, sondern ich würde einfach mal einen Zeitraum von 20, 30, 40 Jahren hernehmen. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, es war um das Jahr 2000 rum, sei es ein Jahr hin oder ein Jahr her, bin ich das erste Mal mit dem, ne, das war schon nach 9-11, genau, also muss es nach 2001 gewesen sein, bin ich das erste Mal über einen Bekannten mit dem Film Zeitgeist in Ja. Kontakt gekommen. Das war damals, ja, also da gab es auch schon Leute, die haben dann, wenn sie ein bisschen mehr wussten, haben sie dann plötzlich irgendwelche schwarzen Hubschrauber über ihren Häusern gesehen und so weiter und so fort, ob das jetzt stimmt oder nicht. Damals hielt ich das auch noch für sehr, ja, muss man herausfordern, die Sichtweise, aber es wurde da das erste Mal, zumindest für mich, dieses Thema mit einer anderen Sichtweise auf die Christusgeschichte, auf die Weihnachtsgeschichte und andere Dinge überhaupt aufgemacht. Was jetzt tatsächlich passiert, nicht passiert ist, weil wir dürfen ja auch immer davon ausgehen, dass die Jahreszahlen eher willkürlich sind, wenn wir immer von 2000 Jahren reden. Ich habe heute erst wieder was gehört, dass wenn Jesus überhaupt gewandelt haben soll als lebendiger und vorhandener Mensch, dann sollte er auch nicht zum Jahre Null geboren sein, sondern entweder 3 oder 7 Jahre schon davor. Also sprich, das, was man hier gemacht hat, das hängt ja auch mit Konstellationen der Sterne und anderer Dinge zusammen, die Ja. damals festgelegt worden ist. Dann wissen wir auch nicht, wie war es denn genau im Mittelalter? Sind da jetzt 1000 Jahre oder 100 oder 300 Jahre dazu beschissen worden auf gut Deutsch und so weiter und so fort? Also sprich, das Historische ist, denke ich einmal, generell zu hinterfragen. Ja. Auch wenn man sich anschaut, wieder nur in diesem Sinne und sagt, gut, okay, die erzählen uns was von Pyramiden, die von den Ägyptern gebaut worden sind. Die sind da, das ist nicht zu leugnen. Aber dass sie von Millionen von Sklaven oder Hunderttausenden von Sklaven mit irgendwelchen, wie auch immer, Seilen oder sonst was da Rampen hinaufgeschleppt worden sind und kaum war irgendein Jüngling geboren, wurde schon seine Grabstätte gebaut. Ich denke, das können wir auch, das wissen wir, dass wir das alles ins Reich der Fantasie Genau. versetzen können. Aber das sind eben so Wege, wo man sagt, du kommst mit angeblich historischen Dingen in Berührung, du kommst aber auch mit den kirchlichen Dingen, also Kirche meine ich jetzt damit der verordneten Staatsreligion, weil auch das sollte man nicht unterschätzen. In unserem Breitengrade gibt es Religionsunterricht, auch wenn es wahlweise vielleicht noch Ethik gibt, aber das ist ein Unterricht, der verordnet ist. Da kommen Leute, Gelehrte, die Ja. uns genau diese Geschichten beibringen, Konfirmandenunterricht und bei den Katholiken ist es dann der Firmungsunterricht und sonst was, was es da gibt. Also das sollte man immer im Hinterkopf haben,
wie lange und wie viel Kraft man darauf verwendet, uns damit irgendwo zu programmieren. Und jetzt haben wir eben eine Zeit, wo man zu anderem Wissen, und ich meine, du trägst ja auch bei, dass du nochmal eine ganz andere Ebene aufmachst, von der die meisten überhaupt gar keine Ahnung haben, Ja. oder erst so langsam zu ahnen beginnen, dass da noch was da sein könnte. Und das ist natürlich die große Herausforderung. Ich denke, jeder muss für sich erkennen, es gibt etwas im Außen, es gibt etwas im Innen. Das ist das eine. Und die Geschichte, die uns erzählt wird, kann nicht stimmen. Oder genauso, wenn ich mir immer überlege, man möge sich mal die Bauwerke anschauen, Kathedralen, wie heißt es alle, Dome und sonst was, die nach meinem Dafürhalten, das ist meine ganz private Meinung, auch die Kunstwerke mit den doch recht einfachen Mitteln, die man uns erzählt, und da braucht man jetzt bloß mal hier hinten auf die Bilder von der Brücke gucken, von der Fleischbrücke. Ja. Die haben niemals so entstehen können, vor allem so symmetrisch, wenn ich da nicht dementsprechende Mittel und Möglichkeiten und Wissen gehabt habe. Ich will jetzt gar nicht so weit gehen, dass wir vielleicht ganz andere Realitätszustände gehabt haben. Das mag sicherlich auch noch dazu kommen. Aber das, denke ich, dürfen wir erkennen. Es gibt etwas, was uns da draußen erzählt wird, und es gibt eine innere Wahrheit, und die gilt es zu erkennen und zu ergründen. Und ob es dann so oder so war, Ja. steht mal ganz woanders. Wir waren nicht mehr dabei. Ja, wir haben ja Mark unseren bekannten antrainierten Verstand. Haben wir ja schon ein paar Mal durchgenommen, dass wenn wir auf die Welt kommen oder ein Baby auf die Welt kommt und so langsam Schritt für Schritt aus der Ewigkeit heraustritt und das polare Bewusstsein dann bei dem Baby so langsam und allmählich eintritt. Ab dem Zeitpunkt können wir uns die Frage stellen, mit was sind wir erstmal erzogen worden, wohin gezogen worden, was gab es für Material, das in unser Gehirn hineinkam. Ja. Wenn ich das so formulieren darf, zur Zeit war ja Kaugummi in, das sollte ja auch mal zu bedenken geben, Coca-Cola in. Oh Ja. ja. Ja, nur mal. Und der Cowboy war in, ja, nur um diese Zeit ein bisschen wieder mal ins Bewusstsein zu heben. Natürlich, Junge, der heranwächst, der nimmt das natürlich als Realität. Und so haben das die meisten Menschen zumindest im Kinderdasein als Realität empfunden. Und das war alles vorher festgelegt, dass die Kinder das so dieses so präsentiert bekommen. So, und so haben wir natürlich analog dazu auch unsere Kirchen. Ich denke gerade an die katholischen Lehrbücher aus so 1850 herum. Das ist eine ketzerische Veranstaltung, das kannst du dir nicht vorstellen. Du denkst, du bist im falschen Film. Ja? Und das haben die den Pfaffen dann gelehrt. Ja. Ja, ich denke da sogar noch einen Schritt weiter, wobei das jetzt mit Weihnachten wenig zu tun hat, aber man sollte sich überlegen, wo früher wie die Verwaltung organisiert war, über Kirchenbücher, über Sterbebücher und so weiter und so fort. Ja, Da war ja. es in der Verantwortung der Klöster oder auch der einzelnen Ortskirchen oder sonst was, dass die Verwaltung der Schäfchen hier stattgefunden hat. Es wurden Namen in Bücher eingetragen, es wurden Merkmale eingetragen und so weiter und so fort. Das ist noch gar nicht so lange her. Früher gab es ja auch mal so die Geschichte, das ist jetzt ganz weit weg, aber trotzdem, man sollte darüber nachdenken, dass man, gibt ja so Geschichten, dass wenn man Land besaß, dass es eine Familienbibel gab, in der beispielsweise so etwas auch dokumentiert worden ist, als Nachweis für die, ich will jetzt mal sagen, ja, für die Eigentümerschaft eines Landes oder wie auch immer, wobei man so, schon die Frage stellen sollte, es kann dir niemals etwas komplett so eigen sein, was du nicht hergestellt hast. Ne? Da gibt es ja den Witz, vielleicht um das nochmal kurz zu verdeutlichen, wo zwei so Wissenschaftler auf der Erde stehen und sagen, wir machen jetzt einen künstlichen Menschen, und von oben kommt die Stimme, okay, macht mal. Und dann fangen die also an,
aus dem Schlamm der Erde irgendwas herzustellen. Und er hat gesagt, dann nehmt ihr mal euren eigenen, nicht meinen. Und damit war dann der Witz zu Ende. Oder sollt ihr klarstellen, es ist alles sehr zu hinterfragen, was wir glauben, das wahr ist und auch in der jetzigen Zeit. Aber die Möglichkeiten, das zu durchschauen, sind jetzt viel größer, glaube ich, als die letzten 40, 50, 60, 70 Jahre. Genau, der Meinung bin ich auch. Und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr dankbar, dass jetzt hier nicht mehr alleine der bekannte Verstand, so wie es uns erzählt worden ist, sondern dass in immer mehr Menschen, und das passt jetzt wieder zu Weihnachten, dass immer mehr Menschen in sich das, was sie immer gespürt haben, das immer mal so Anrufe gemacht hat, nur durch den bekannten Verstand, das immer noch zugehalten worden ist. Dass jetzt immer mehr innerseelische Anrufe kommen und auch der Hörer abgenommen wird. Und das ist wundervoll. Ja. So, damit haben wir natürlich die Situation, dass Fragezeichen bei den Menschen entstehen. Fragezeichen, was könnte es denn neben der kirchlichen Einleitung, Exegese, was könnte es noch geben, wenn man jetzt meinen Bereich nimmt, ja? Das findest du ja in deinem Bereich genauso wieder. Wo man, wenn wir hineindenken, die Kirchen haben ja auf die Fahne geschrieben, sich um die Seele des Menschen zu kümmern. Ja, haben sie, um die Seele des Menschen zu kümmern. So, dann ist, ich mache ganz bewusst ein bisschen diesen Ausflug heute, dass für die, die noch in dem bekannten Verstand sind, in dem bekannten Verstand alleine verweilen, dass die mal vielleicht ein paar Fragezeichen stellen und nicht in dem, was natürlich gewünscht ist, in die Polarität gehen, entweder bin ich dafür oder ich bin dagegen, sondern mal auf die dritte Position, denn nur in der dritten Position von außen mal betrachtet, ist es machbar, es zuzulassen, diese Fragen zu stellen, diese Fragezeichen zu setzen, weil wenn ich polar bin, dann bin ich entweder für einen Club oder für die Firma Feierabend. Und dann bin ich isoliert im Sinne von was anderes wahrzunehmen. Und deswegen meine Bitte, wenn wir jetzt da weiterziehen und solche Antworten auf Fragen suchen, wie hat Jesus gelebt? Was will uns Weihnachten wirklich erzählen? Was will uns der Weihnachtsbaum erzählen? Was wollen uns die Geschenke erzählen, die am Weihnachten hergegeben werden und die wir bekommen, wenn es noch ernst gemeint ist? Dass wir hier mal bitte dieses Kirchliche und vor allen Dingen die Moral, die damit aufgebaut worden ist durch die Kirchen. Du bist ein Guter, wenn du in die Kirche gehst. Du bist ein Guter, wenn du die 10 Gebote einhältst, wo es in Wirklichkeit keine 10 Gebote sind. Es sind 10 Empfehlungen Gottes und keine Gebote und keine Sünde dahinter. Sünde heißt im alten Wissen abgesondert sein von der 1-4-Verbindung. Das war's. Ja. Also nur mal, dass wir jetzt vorab mal ein bisschen, wie soll ich formulieren, ausgeholt haben, um diese Türe bei dem, der mitgehen möchte, zu öffnen. So, dann haben wir die Situation, dass jetzt die Seele neu geboren werden kann, alle Jahre wieder. Nämlich, dass die Eins im Menschen in seinem Verhalten geboren werden kann, die Seele. Die, deswegen war auch dieser Absterbeprozess, die äußere Welt musste sein, dieser November. Nicht dieses im Sinne von Hochsommer, weil dort blickt der Mensch nicht zu sich. Dort hat er anderes zu tun. Dort muss er wegen mir die Bauern die Ernte einfahren, wenn wir ein bäuerliches Beispiel nehmen. So, und jetzt haben wir die Situation, dass dieser Prozess, 21.12., der Beginn ist, wieder zu sagen, ich kümmere mich um meine Seele. Die dunkle Zeit in der Überlieferung
wird die Nur vier, die ist die Finsternis genannt, und Licht die 1-4-Verbindung. So, und jetzt beginnt jeden Tag dieses Licht größer zu werden, weil der Mensch alle Jahre wieder, 24.12., warum singen wir alle Jahre wieder und nicht einmal im Leben? Jetzt wird es komisch. Auf einmal stellen wir jetzt irgendwas in Frage. Jetzt kann man wieder sagen, wir machen eine Gedenkfeier draus. Damals, vor 2023 Jahren, wurde Jesus geboren. Was den Kirchen natürlich gefällt, dass wir eine Gedenkfeier machen. Aber das geht am Thema vorbei. Im besten Fall können wir noch sagen, alle Jahre wieder hat der Mensch eingekleidet in ein hochsymbolisches Geschehen, letzter Tag Finsternis, und dann beginnt Tag für Tag dieses Hellerwerden. Licht hat immer mit der 1-4-Verbindung zu tun. Es wird lichter. So, also, und dort sind wir jetzt, wer möchte, am Startschuss, wie es so schön heißt, fränkisch formuliert, dass der Mensch jetzt sagt, vielleicht sogar unter dem Weihnachtsbaum, weil Baum, der Weihnachtsbaum mit seinen Lichtern ist die 1-4-Verbindung, die fertige 1-4-Verbindung. Und wer möchte am Heiligabend, und der hat mal in dieser, in Abendstunden mal vielleicht 3, 4, 5 Sekunden Zeit und sieht den Weihnachtsbaum, den schön geschmückten Weihnachtsbaum, weil dieser Schmuck ist die Verschönerung der 1-4-Verbindung. Deswegen Schmuck geschmückt. Wir können alleine über diesen Schmuck locker eine Stunde jetzt reden. So, und das ist das äußere Geschehen. Das innere Geschehen ist, dass der Mensch sagt, okay, jetzt beginne ich den Weg der 1-4-Verbindung. Er hat nächstes Jahr symbolisch geschehen. Wieder die Chance. Er wird jedes Jahr daran erinnert. Jedes Jahr. Seit seiner Geburt, vielleicht ab 4, 5, wird er jedes Jahr daran erinnert. So. Und dann beginnt eben diese Weihenächte, diese Einweihungsnächte. Weihnachten hat was mit Weihe zu tun, mit einer Einweihung. Ein Einweihungsgeschehen sind die 13 Weihenächte, komprimiert auf 13 Tage. Wir haben nochmal dieses Geschehen in der Karwoche komprimiert auf 7 Tage. Ist ein Einweihungsweg, diese 7 Tage. Wenn man das alles entschlüsselt, alles mal entschält, was uns die einzelnen Tage erzählen möchten, und dann ist es Einweihungsgeschehen. So. Geschenke, die man hergibt und die man bekommt, sind die Geschenke des Verborgenen. Das heißt, wir haben ja unseren bekannten Verstand, der rechnet, der berechnet, der sagt, wie schwer ist, wie groß ist es, ach, ist der Weihnachtsbaum schön, wer hat den gemacht, na, die Oma hat ihn gemacht, die Mutter hat ihn gemacht, oder wir zusammen, oder die Kinder. Das ist das äußere Geschehen. Ach ja, er ist schön. Der Weihnachtsbaum möchte uns erzählen, dass es die 1-4-Verbindung gibt. Und die Geschenke, die man bekommt und hergibt, es gibt drei Ebenen. Es gibt die Ebene bekannter Verstand, es gibt die Ebene Erkenntnis mit Einsicht, weil ich deine Farbe grün sehe gerade, was das bedeutet, was Haare bedeuten, was Zähne bedeuten, das ist diese Einsicht, und dann gibt es einen verborgenen Verstand, so wird er genannt. Vielleicht, aber heute dieses Wort ist sehr verbraucht, Inspiration, nicht Intuition. Dass es die Seele mitarbeiten kann durch Einfälle und Zufälle im äußeren Geschehen. Und das meint diese Geschenke, dass die Seele dann den Menschen Geschenke bringt. Und nicht, wie es leider Gottes landläufig immer wieder geschieht,
Die eine Oma, wie viele Geschenke hat die gegeben und was hat die andere geliefert? Ja. So, es geht alles am Thema vorbei. Ja. Die Seele bringt Geschenke. Das ist eine tolle Geschichte, wenn man sich überlegt, was da dann alles als Geschenk gebracht werden kann, auch wenn Ja, es ja. vielleicht mal nicht so schmeckt. Ja. Aber tatsächlich kann man mal drauf achten. Aber da könnte man ja auch nochmal stundenlang drüber sprechen, über das, was geschickt wird, also das Schicksal, also Ja. das Heilsame oder wie du jetzt schon gesagt hast, die Geschenke, also nicht jetzt das Materielle, ne? Das haben wir ja gerade Nein. ausgearbeitet, sondern tatsächlich eben diese Thematik finde ich höchst spannend. Mark, weil ich es gerade, damit ich es behalte, Geschenke. Diese Geschenke im alten Wissen werden umsonst gegeben. Fällt mir jetzt gerade spontan ein, das war jetzt auch mal bei mir wieder Erkenntnis mit Einsicht, ja, dass das umsonst gegeben wird, diese Geschenke, und ich darf sie auch nicht fordern. Und es dient immer dazu, dass irgendetwas, fränkisch formuliert, passiert, dass der Mensch ein Stück weiterkommt bei der 1-4-Verbindung. Und das kriegt er geschenkt. Und im alten Wissen erwartet ein Mensch kein Geschenk. Ja, wenn ich ein Geschenk erwarte, wenn man das sich tatsächlich mal so anschaut, dann ist es ja kein Geschenk mehr, auch keine Überraschung mehr. Also sprich, Genau. was wir sicherlich auch alle kennen, Besitzen zu Weihnachten. Ne? Und Genau. da rennt er los in die Tempel da des Konsums, Ja, böse vier. frönt dem Ganzen, wie auch immer, alle Jahre wieder, genau. Hetzt sich ab und letztendlich sind wir ja meistens dabei, ich kenne das ja auch, dass man sich mit irgendetwas, was man meistens gar nicht braucht, oder den anderen halt irgendetwas schenkt, ein Parfüm ist ausgegangen, was auch Genau. ein Gutschein, ein jenes, ein sonst was, dass er dann wieder was für sich tun kann. Aber eigentlich ist es ja. Es ist immer wieder derselbe Blödsinn. Machen wir Genau. alle mit, also die meisten, denke ich. Und das tatsächlich, dieses Geschenk, was von der Seele gebracht wird, manchmal mag es auch etwas bitter sein. Da kann ich im Moment davon auch berichten, dass da ein paar so Dinge reinkommen, die man jetzt gar nicht so gerne hat, aber vielleicht sind sie notwendig. Die Frage, hat es was mit der Seele zu tun oder mit der äußeren Welt? Ich denke, in der äußeren Welt passiert es und spiegelt sich dort, sind aber Geschenke in Anführungszeichen, die für die Seele und für die innere Weiterentwicklung wichtig sind oder dann auch was bringen. Aber das meinte ich eben damit. Das sind dann die Dinge, das können aber auch durchaus schöne Sachen sein. Aber meistens lernen wir ja eher durch die, sagen wir mal so, die Aufgaben, die uns präsentiert werden oder die Watschen, die wir kriegen, als durch Dinge, die wir auf den ersten Blick vielleicht goldig und glitzernd sehen, so möchte ich es mal sagen. Ja, Aber es ja, kann sich durchaus später erweisen, dass das der Samen der wichtige war. Ja, so würde ich das zusammenfassen. ja. Lass uns mal nochmal hineindenken in diesen Einweihungsgeschehen. Wir haben ja die Situation, dass die letzten 100 Jahre, ist jetzt Größenordnung, nicht Genauigkeit, die Menschheit auf diesem Planeten immer mehr weggeführt worden ist von der 1-4-Verbindung. Das einzige Ziel der Gegenseite war, dass der Mensch sich nicht mehr um seine Seele kümmert, sondern dem größten, besten, schönsten Höher weiter hinterherrennt. Ganz bewusst hinterherrennt, weil vorausrennen kann man nicht, weil das Ziel ja vorne ist und ich dorthin rennen soll. Und ein Einweihungsgeschehen ist auch Teil davon, sich von diesem Hamsterrad, von dieser Knechtschaft, wie wir es nennen, wir nennen es auch Gefängnis, Gefangenschaft, Gefangennahme, wir nennen es Besessenheit, besessen von größter, bester, schönster Höhe weiter. Und im Einweihungsgeschehen geht der Mensch dann in Berührung, einmal das zu erkennen,
Und es Schritt, Stapfe für Stapfe sich von dieser Besessenheit zu befreien. So. Hast du es einmal in den Kirchen gehört? Natürlich nicht. Genau. Soll ja das Dauerabo Genau. Ja. also verlängert werden. Ja. Und So. Und der Kindergottesdienst, ne, der immer vorher dran war und so weiter, ja. da. Ja, genau. Es hat alles, es war alles ausgerichtet auf dieses Mitwertung, in meinen Worten gesprochen, auf dieses Böse. Der Mensch sollte mit diesem Bösen in Kontakt gebracht werden und ist er auch in Kontakt gebracht worden und hat ja dann sehr häufig auch handeln müssen, weil im Gefängnis, in der Gefangenschaft, in der Besessenheit würden ja Angebote gemacht, die einmal manchmal über seine Verhältnisse gehen, seine finanziellen Verhältnisse. Zum anderen, der Pullover, den er gekauft hat, den gibt es morgen schon wieder einen neuen Pullover, der noch besser ist, noch schöner ist, noch größer ist. Und beim Auto haben wir die gleiche Situation. Und wenn wir jetzt mal in das Einweihungsgeschehen hineindenken, wir reden von Weihnachten, dürfen wir auch mal die Frage stellen, muss denn diese Produktion, die zur Stunde, nehmen wir nur Deutschland, es reicht schon, stattfindet, muss die sein? Wie viele Tiere werden entsorgt, ohne dass sie auf den Markt kommen? Aber sie werden produziert. Muss das alles sein? Ich hatte das Thema, wir haben es ja im Vorgespräch angesprochen, das ist das Ja. eine. Auf der anderen Seite, auch wenn wir uns das, diese, im Moment sprechen wir ja auch davon, dass Deutschland deindustrialisiert wird. Ja. Wenn wir uns aber anschauen, wie du das schon angesprochen hast, dieses immer mehr, dieses Wachstum und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Man möge sich nur mal das Thema mit den Autos anschauen. Ja, wir haben auch dieses Thema mit den absolut sinnfreien Elektroautos. Man sieht es ja jetzt, sind über kurz oder lang einfach mal die Subventionen gestrichen worden. Damit wird es vollkommen uninteressant. Also sprich, man gibt einer Sache, die man, sagen wir es mal so, es wird etwas der Todesstoß versetzt, was eigentlich alleine nicht lebensfähig ist. Punkt eins. Dass es jetzt kommt, ich glaube, dass das nicht auf der großen Agenda stand, sicherlich irgendwann mal, aber nicht zu dem Zeitpunkt. Auf der anderen Seite, wenn man sich anguckt, man sieht es ja immer mehr Autohäuser machen auf und immer größer werden sie. Und wenn du aber dahinter guckst, das sind alles Autos, die meinem Empfinden dort nur abgestellt werden und es schaut dann so aus, als ob die alle gleich verfügbar sind. Natürlich sind sie das. Wir wissen, dass in der Autoindustrie beispielsweise eine Überproduktion schon die letzten 20, 30 Jahre vorherrscht. Also zumindest die letzten 20 Jahre, damit einfach die Leute in Beschäftigung gehalten werden. Ich glaube, das wird jetzt abgebaut. Und ich glaube nicht, dass es deswegen keine Autos mehr gibt, weil wenn man alleine diese Autos, die alle da sind, und es würde tatsächlich ein Jahr kein Auto produziert, Ja. dann sind wir nicht autolos, sondern dann stehen hier genug rum im Land und in ganz Europa, ja, die du theoretisch, wo du den Bestand einfach nur erweitern oder beziehungsweise austauschen könntest, ohne dass jetzt ein Fahrzeug tatsächlich zwingend neu produziert werden muss. Also wenn nicht vom Cabrio mit ganz besonderer Ausstattung was bestellt worden ist, ne? Sondern einfach die Mobilität ist aus meiner Sicht sichergestellt. Das ist diese Überproduktion. Wir haben ohne Ende und es muss immer weiter abgesetzt werden. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann bricht dieses System zusammen, weil die Grundlage für die Kredite wegfallen. Genau. Und das kommt genauso in diesen Punkt hinein. Wenn das weg ist, deswegen geht es uns morgen nicht unbedingt schlechter, aber vielleicht müssten wir irgendwann dann mal auf ein Jubeljahr kommen, das wäre aber ein ganz anderes Thema, mit einem Schuldenerlass. Ich denke, dann wäre das eine Geschichte, wobei das jetzt mit Weihnachten wenig zu tun hat, aber nur zum Verständnis. Marc, vielleicht bitte noch mal, ich möchte auch ein bisschen hineindenken. Einweihungsgeschehen, gerade die ersten Schritte im Einweihungsgeschehen, ist eben, und vielleicht, wenn wir auch mal einen Blick hineinlegen, seit der C-Zeit hat eine andere Welt begonnen. Es geschieht zur Stunde ein Einweihungsgeschehen.
So, das sollte bitte jedem bewusst sein, auch wenn viele jetzt wieder Kopfschütteln werden und sagen, was erzählt er jetzt wieder? Die erste Phase bei einem Einweihungsgeschehen ist die Welt schlafen legen. Und das ist weltweit geschehen, damit sie nicht mehr rankommen an die böse Viermaterial. So, nur mal ein Ausflug. Und wir befinden uns gerade in einem Einweihungsgeschehen auf dieser Welt weg von der Überproduktion, weg von der Massentierhaltung, weg von... Kein Mensch müsste so viel arbeiten da außen, wenn es nicht so eingefädelt wäre. Es ist alles aufgebaut worden, dass der Mensch in den Wahnsinn geht, in die Besessenheit geht, dass er nur noch im Kreis dreht. Kreis übrigens ist im alten Wissen die böse Vier. So. Und wenn wir jetzt mal hineindenken, was außen auch zur Stunde geschieht, im Einweihungsgeschehen oder geschehen muss noch. Wir sind auf dem Einweihungsweg. Da können die machen, was sie wollen. Dann ist die Frage erlaubt, braucht man diese Autoproduktion? Braucht die 1-4-Verbindung diese Art von Autoproduktion? Dann muss man sagen, nein. Braucht diese Art von Rinderzüchtung, Schafezüchtung, wo dann welche auf den Misthaufen kommen, würde der Franke jetzt sagen, und gar nicht auf den Markt kommen, braucht es die 1-4, Weg zur 1-4-Verbindung? Braucht dieses Finanzsystem, das momentan herrscht, ein Mensch auf dem Weg zur 1-4-Verbindung? Und so können wir jetzt. Braucht Mitwertung. Ich sage es lieber nicht, sonst müssen wir diesen Film wegnehmen. Also, nur mal vom Bild her nochmal. Wenn wir hineindenken, der Mensch möchte den Weg zu seiner Seele gehen. Jetzt wird er ständig außen konfrontiert mit dem größter, schönster, höher, weiter, das ihn ablenkt, das ihn in Besessenheit bringen wird. Also muss das weggenommen werden. Und dann können wir sagen, nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht diese Massentierhaltung in dieser Art und Weise. Wir brauchen nicht die Autoproduktion in dieser Art und Weise. Wir brauchen nicht dieses Finanzsystem, wie es zur Stunde aufgebaut ist. Braucht kein Mensch auf dem Weg zur 1-4-Verbindung. Nur dann werden Energien frei, die der Mensch wieder für die 1-4-Verbindung nehmen kann, wenn er nicht mehr 18, 16 Stunden arbeiten soll. Ja? Was denen am liebsten wäre. Dass er ja nicht auf dumme Gedanken kommt, nämlich die dumme Gedanke wäre, dass der Mensch anfängt, wieder über sich nachzudenken. Und das ist die größte Gefahr für die, die die Gegenseite sind. So, und dann kommen wir wieder zu Weihnachten. Das sind die besinnlichen Tage. Ich soll mich besinnen. Besinnen über was? Welchen Weg gehe ich? Gehe ich weg? Und welchen Weg gehe ich? Innehalten. Genau, soll besinnlich sein. Was die Menschen heute unter besinnlich verkauft bekommen haben, ist zwar was anderes, aber ja. Steht auf einem anderen Blatt Papier, das ist wichtig. Die besinnliche Zeit. Ja, dahin wollen wir euch jetzt, würde ich sagen, entlassen. Ja. Zum Nachdenken hoffe ich, dass wir angeregt haben. Alles mit Sinn und Verstand betrachten, so würde ich das jetzt mal noch sehen, und diese Dinge auch wirken lassen, die tatsächlich gerade so sind, und mal auf die Geschenke achten, die einem so dargereicht werden. Wie gesagt, auch wenn sie einem am Anfang nicht schmecken mögen. Das ist Mir, zumindest mein Gedanke dazu, ja. ja, mir fällt noch dazu ein, vielleicht hat es mancher schon mal erlebt, dass er am 31.12. zum 1.1. sagt, ich will dies nicht mehr tun oder dies nicht mehr tun. Dann haben wir 3 Tage durchgehalten, fränkisch formuliert, und dann war es wieder. Warum? Weil das Böse, die Besessenheit ja lauert, dass wir wieder in die Gewohnheit gehen. Weiß, der hat es bis gestern gemacht, ja, 3 Tage. Lassen, dann holt man schon wieder zurück. Ja,
Vor Und allem in der, das ist die große Herausforderung. wenn das Silvester so blöd liegt auf einem Sonntag, Auch der noch. dann ein Montag ist, der als Feiertag dient, und dann hast du gleich den ersten Arbeitstag, den zweiten, da kannst du wieder voll durchstarten. Genau. Ich Ja. bin mal gespannt, wie das bei mir laufen wird. Ich bin ja da auf dem Seminar Ah ja, genau, bist du auf Seminar. im Mühlviertel, Ja. und da werden wir uns auch genau mit diesen Gedanken auseinandersetzen. Schauen wir Ja. mal, wie es wird. Ich werde berichten. Ja. Aber tatsächlich fange ich meinen Bürojob oder meinen Immobilienjob habe ich auch jetzt so weitergegeben, nicht vor dem 8. wieder an, Ja. und schaue, dass ich da mich etwas zurückhalte. Ja, Gut. rhetorische Frage, ist noch anmelden möglich und wo? Ja, wenn dann noch ganz kurzfristig hier über den Kanal die Informationen stehen nochmal drunter, könnt ihr euch noch anmelden. Ein, zwei Plätze haben wir noch. Notfalls gibt es ein Mehrbettzimmer, da könnt ihr rein. Also sollte jemand ganz dringend noch mit dazukommen, wir freuen uns, aber jetzt wird es langsam knapp am Hof. Also von dem her, wenn einer noch Zeit hat, wir nehmen ihn noch auf, wie gesagt, auch notfalls über die Weihnachtsfeiertage würden wir uns darum kümmern, wenn es geht. Aber am 27. ist dann Schluss, spätestens. Aber gut, schauen wir mal, vielleicht finden wir noch den einen oder anderen. Ich habe ja auch nochmal drei Kursabende eingebaut, und zwar am 23.12., am 30.12. und 6. Januar, immer am Sonntag. Und zwar mal hineingedacht, was ist denn vor der Bibel? Es gibt ja das kabbalistische Wissen, Bibel nicht Kabbale, kabbalistische Wissen, und das ja erzählt, was das Geschehen vor der Bibel symbolisch gemeint. Und das werden wir an drei Arbeiten herausarbeiten. Den Link gebe ich dann auch noch dir rüber. Und dann Der steht dann kann hier auch unten. dazu. Ja, ansonsten, Marc, wir haben es geschafft für dieses Jahr. So schaut es aus. Für dieses Jahr haben wir es geschafft. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Zuschauern für ihre Zeit, Ja. für das Zuschauen. Ich hoffe, wir haben dem einen oder anderen gewisse Erkenntnisse bringen können. Und ja, jetzt bleibt uns eigentlich nur noch schöne Weihnachten zu wünschen, besinnliche Tage, einen guten Übergang ins neue Abrechnungsjahr. viele Geschenke der Seele. Ja, ich wünsche auch besinnliche 1-4-Verbindung, besinnliche Weihnachten. Ja, einen guten, wie würde Franki sagen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder gemeinsam zu Frankengedanken. Also, alles Liebe, alles Gute, schöne Weihnachten, schneeweiße Weihnachten. Die wird es Und jetzt wahrscheinlich nicht geben bei uns hier in Frankenland, aber vielleicht woanders. ja, und wie würde der Flanke sagen? Viele Geschenke. Genau. Und ich sage, die bleibt schief. Also gut, bis bald. Alles Liebe.